Hallo Leute, willkommen zu etwas ganz Besonderem. 100 Abonnenten. Für das grüne Licht. Mit einem coolen Kanalbild, das irgendwie ganz neu ist. Ja, wird noch ausgearbeitet, eventuell. 100. Mehr als ich jemals erwartet habe. Geil. Und dazu gibt's was Geiles, das kann ich euch schon mal verraten. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal meine Zimmertür unter anderem. Und das hier ist das Zeichen, das ich aufnehme. Wenn das an ist, also rot, soll keiner kommen, ne? Nebenbei ist es hier nur erlaubt, mit Zocke zu gehen, nicht mit Schuhen und mit Füßen. Egal, wir nehmen gerade auf, also keiner kann rein, außer ich selber. Ist doch klar. 100 Abonnenten, mehr als ich dachte. Schau mal rein ins verrückteste Zimmer ever! Finster hier drin, ey! Muss ich mal Licht machen, oder? Ja, machen wir das Vorhang auf. Wenn wir schon mal hier sind. Bisschen unaufgeräumt, aber egal. Ich glaube, das ist der schrägste Vorhang, den ihr jemals gesehen habt. Nebenbei, die wohl schrägste Farbgebung. Braun, Orange, Braun, Sonne, Stöpsel. Ich glaube, das funktioniert sogar noch. Oh, ist gerade was eingesteckt. Hey. Geht nicht. Und hier, oh, kleine Autosammlung aus früheren Zeiten. Ups. Und ich glaube, ich habe noch nie so das gesehen. So ein Zimmer, das habe ich mir selber bemalt. Ja, das hier hinten ist nicht so professionell, aber naja, kann ich alles haben. Ja. Und der Baum hier ist auch interessant. Blau auf Blau. Hier in der City-Stadt. Geil gezeichnet. Das habe also nicht ich gezeichnet, ja. Und ja. Hier ist der zweidimensionale Raum, ist doch klar. So schön finster. Hi. Und einige wollten wissen, ja, wie schaut dein Zimmer aus? Wie schaust du aus? Wie schaut's bei dir aus überhaupt? Und das hier ist der Ort, also mein Fenster hier, ich kann mal aufmachen. Hi. Schön hier draußen. Hi. Wow. Heute haben wir mal so ein schlechtes Wetter. Es kommt gleich was. Sieht so aus. Ach, frische Luft machen wir noch offen hier. Also. Das hier ist mein PC, mein Sitzplatz, so ein Bildschirm mit allen drum und dran, weil ich es vorhin so aufgenommen habe. Yeah! Ich bin das grüne Licht. Und hier haben wir einige meiner Sachen. Also hier schon mal so Green Command, das habe ich mal probiert zu Let's Playen, aber ich habe noch Probleme damit. Mein Headset, mein neues, das alte, das liegt hier irgendwo herum, weiß jetzt nicht genau wo. Dann mein PS3-Controller, mit dem spiele ich, mit dem Kabel, das ist hier angesteckt und hier ist mein Headset angesteckt, also für die es wissen wollen. Hier ein kleines Büchlein, aber das interessiert euch eher nicht. Und ja, das ist mein Sitzplatz. Hier sitze ich immer, wenn ich aufnehme, arbeite eventuell, meine Arbeit tue und hier. Im zweiten Ladel sind meine Spiele. Im ersten Ladel darf keiner reinschauen, nur ich. Das habe ich alles. Also auf jeden Fall mal sehr viele alte Spiele. Hier haben wir mal die Schachtel von Sabine Commander. Vor allem den Konflikt. Werde ich vielleicht machen. Hier ein Spiel Millennium. Also kann ich auch sowas. Das dritte Millennium. Lang, lang ist her von Kryo. War noch PC-CD-ROM. Ein altes Spielchen, aber es funktioniert irgendwie nicht auf Windows 7. Leider. Leider, leider, leider. Dann haben wir hier Portal 2. Ich habe das 3 schon Let's Play, also nicht so toll. Mache ich jetzt schon eine sehr lange Pause, muss ich zugeben. Ich werde es wieder Let's Play, wenn ich wieder Bock darauf habe. Also ist nicht so gut, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier Hugo. Yeah. Die Hugo-Minispiele ein paar. Da habe ich sehr viel von. Ne? 3 CDs, 4 CDs, noch ein paar. 10.000. Dann haben wir hier Railroad Kun 2. Habe ich alte Spiele, Mahlzeit. Noch älter, yeah, Siedler 2. Big Red Racing, das werde ich auch noch Let's Playen, das wird lustig. Das wird geil. Also hier sieht man auf einmal meine Kindheit jedenfalls. Hier sieht man auf meine Kindheit zurück, was ich alles gespielt habe. Was haben wir noch? Was ist das? Muss ich mal selber anschauen. Achso. So ein 0815 Spiel zum Durchspielen, aber werde ich nicht machen. Dann Mafia! Yeah, das ist ein geiles Spiel. Obwohl Mafia 2 nicht so toll ist. Oil Tycoon, ganz knicken.
Crazy Atoms, ja, das ist nett. Das ist geil. CSA3, oh, eine Reserve-CD. Noch eine Reserve-CD. Irgend so eine Schul-CD, keine Ahnung. Noch so eine Shareware-Version. Also ich hatte sehr viele Shareware-Version-CDs, das ging ja gar nicht hier. Sehr viel selbstgebrannt dann hier. Was Interessantes, Endorphin. Ich glaube nicht, dass ihr es kennt, werde ich Let's Play. Das ist interessant, das Spiel. Was für zwischendurch eher. Das hätte ich bei den Old Games für zwischendurch dazu tun können. Ja, 2150. Mit so irgendeinem komischen Spiel. Wie heißt das? Night and Merchants. Ist nicht so toll. Also, hier sieht man auf zukünftige Projekte. Vor allem Windows XP, Service Pack 1 habe ich auch noch hier. Also ich habe hier sehr viele CDs. Ich musste mal alles wieder ausräumen, weil sehr viel dabei ist, was nicht mehr funktioniert. So, ich weiß nicht, was ihr noch sehen wollt, also wenn ihr alles schon gesehen habt. Wenn ihr mich sehen wollt, das zeige ich ganz am Ende des Schluss, ja. Ganz am Schluss kommt immer das Beste, ist doch klar. Was haben wir hier, das ist schön bunte, also ein nettes Putzle mal. Ups, oh Moment, bevor ich hier gehe. Ein Autoschlüssel, ganz wichtig. Hier haben wir ein paar Bausätzen aus ein paar, soll ich sagen, Gasthäusern aus einer anderen Stadt, wo ich nicht wohne. Das ist 200 Kilometer von mir entfernt, aber sieht geil aus auf der Wand. Passt zur bunten Wand dazu. So. Ich glaube nicht, dass es jemand so ein bunte Züge sind. Hier gelb, orange, braun, nochmal gelb, braun, lila, grün. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera aussieht oder auf dem PC, aber meine die Kamera hat nicht so eine gute Qualität, leider. Dann haben wir hier etwas ganz Wichtiges. Meine PSP. Yeah! Wie ich da aufnehmen soll, weiß ich noch nicht, falls ich da mal Let's Play mache. Auf jeden Fall, ich habe mal probiert Kingdom Hearts oder hier Final Fantasy Dissidia. Habe ich gerade drin und laufe mit dem Muggel. Habe ich zu 100% durch das Spiel. Werde ich zeigen, wenn es interessiert, wenn nicht, schön. Dann haben wir hier mein Handy. Nichts Weltbewegendes. Gar nicht viel, soweit ich weiß. Was haben wir hier? Menü. Nachrichten. Kontakte. Interessiert keinen. Kalender. Anrufliste. Interessiert keinen. Also, ganz normales Handy. Nur zum Anrufen und SMS. Mehr kann, muss es ja nicht können. Es muss ja nicht 10.000 Sachen können. Nur um ein Handy zu sein. Dann haben wir hier eine Sammlung von alten Asterix-Heften. Ich hab mal alle. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt hier sortiert sind oder nicht. Dann habe ich hier was Geiles. Pokémon Sticker. Kann ich euch das Geile noch zeigen, eventuell. Was haben wir hier? Moment. Tangela, Hypno. Also ich weiß nicht, ob es noch immer Pokémon Sticker gibt, aber ich glaube schon. Es gibt auf jeden Fall viel zu viele davon. Wenn wir schon bei Pokémon sind. Doch Pokémon bin ich ja mehr oder weniger berühmt worden. Pokémon Welt Online. Berühmt, ja, 100 Abonnenten, schön was. Hier mein Pokémon Stick, allerdings ist es bis heute nicht voll. Das ist die allererste Edition davon. Werden sich wahrscheinlich viele erinnern. Hier ist die Pokémon-Liste, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch aussieht. Also hier haben wir Ash als letztes, Simsela. Die angekreuzelt sind, die habe ich. Da fehlt also noch einiges. Ja, ich habe irgendwann mal aufgehört zu sammeln, also ich muss nicht alles haben. Nur ein paar zum Anschauen. Bisschen durchgehen hier. Pixie! Wow, hier haben wir aber viel. Und hier Sticker, die nicht eingepickt worden sind. Was haben wir hier? Ash, Gary, keine Ahnung. Von Animes jedenfalls sehr viele. Wenn wir schon bei Stickers sind, ich habe hier draußen auch noch etwas. Außerhalb der Tür. Ups, dieses Zimmer gehört den anderen, aber egal. Die Stickerwand hier. Die ist geil! Dieses Sticker liegt schon seit fast 20 Jahren, sogar mehr. Und hier sind sehr viele Stickers, vor allem Pokémon ist hier. Tratini, Kokowai, die geile Stickerwand hier. Und unter anderem ganz was anderes von irgendwelchen Stickersammlungen, was es gegeben hat. Pikachu! Dominosteine! Hast du Angst vor Krugenhurt? Natürlich habe ich das. Ja. Ich glaube nicht, dass es jemand interessiert hier raus, aber ich bin on air. Wie gesagt, wenn ich das habe, bloß nicht reinkommen. Sonst gibt's was auf die Nuss.
Was könnte euch noch interessieren? Ich denke mal so aus. Nee, ernsthaft. Wenn wir schon mal hier sind, alles aufgenommen. Kleine Zimmerführung, die ist wirklich klein. Was soll denn das? Ich glaube, ich habe alles gezeigt, was interessant wäre. Bisbeschachtel! Brillenschachtel. Und, Moment, hat gerade 20 Grad. Schön heiß hier. Ja, ich hoffe, dass es dieses 100 Abonnenten-Spezial hat euch gefallen mit cooler Aussicht. Moment, machen wir eine coole Aussicht. Die war am Anfang. Mit der coolen Aussicht aus meinem Balkon. Tja, bis zum nächsten Abonnenten-Special, Video, whatever Projekt. Vorschläge sind immer offen, also bis zum nächsten Mal.